Ja, heute ist ein Tag, den ich vielleicht bereuen werde. Noch geht's mir gut und was ich gebucht habe, ich habe es einfach gemacht, weil ich mir dachte, ich will mal was machen, was ich noch nie gemacht habe. Und ich habe jetzt einen Tandemsprung gebucht vor ein paar Tagen. Jonas hat sich nicht getraut, ich traue mich eigentlich auch nicht, aber Jonas hat noch mehr Höhenangst als ich. Und jetzt startet das gleich schon. Ich hatte es eigentlich für 1 Uhr gebucht. Die haben mir gefragt, ey, hast du eher Zeit? Es ist Topwetter. Ich scheiß mir so in die Hose. Ich hab so Schiss. Aber ja, ich will das unbedingt festhalten. Und ja, deswegen, wir nehmen euch da auch ein bisschen mit, wie das so abläuft. Weil wir sind nämlich gerade in Taupo. Und ja, wird 12.000 Feet. Da haben wir noch dazu gebucht, dass man mich filmt und fotografiert während dem Flug. Oh Gott, ey. Ich scheiß mich so ein. Ja, deswegen, mal gucken. Viel Spaß. Und ich hoffe, ich habe auch viel Spaß. Oh, das wird mir was. Wie fühlst du dich? Mir ist gerade echt übel. Du machst das schon. Wird schon. Richtig Respekt. Fühlst du dich gerade? Schlecht. Schlecht? Das wird schon. Jetzt so die Pumpe, ne? Ja, es ist normal. Scheiße. Wie fühlst du dich jetzt? Naja. Ich bin so nervös. Nervous? Ja, yeah, really nervous. Is it because I help? Is he making me nervous? The camera? No. I just booked. I said to him, I have to do something I would never done. And I'm on the website. I do it. So I cannot go away. So I have to. Yeah. So honestly, the day it doesn't get any better than this. Yeah. It's beautiful. It's pretty so I think nice. You'll be able to see all the way out to the east and west coast. There's some like low fog at the moment as well. Like in all the valleys, you'll look out and you'll see all the fog through all the valleys and everything. It's going to be magic. I love it. But you know, to jump out of the plane is for me like a thing. Oh yeah, it's a stupid thing to do, yeah. Yeah, yeah. You know what it means to do this. It's ridiculous. You know who your instructor is here? No, I don't know. Yeah, I've been there. Wie war's? Oh, ey, wirklich, wir sind da hoch und ich dachte mir so, scheiße, also es sieht total schön aus, man hat so den Taranaki gesehen und alles. Und dann irgendwie, ja, wir sind jetzt schon da und dann so raus, weil ich war die Erste, erstmal voll geschrien, wirklich die ersten Sekunden waren so, fuck, fuck. Und dann meine Brille, die ist so ein bisschen hochgerutscht währenddessen, aber es war richtig geil. Ja? Es war richtig geil. Wie war das Gefühl beim Springen? Das erste Fuck, ey.
Scheiße. Hast du es direkt vergessen? So, das ist das Nervöse? Ja, als es dann so war, war irgendwie weg. Ja? Es war dann vorbei. Ich habe erst einmal rausgeschrien und dann war alles gut. Und dann gucken und gucken und gucken. Richtig geil. Das könntest du auch machen. Ich habe dich auch gesehen. Ja. Und ich hatte mir schon gedacht, dass du irgendwie diesen rotfarbenen Fallschirm hast. Und den habe ich auch die ganze Zeit beobachtet und auch gefilmt. Hat man das gesehen, wie ich da vom Himmel gefallen bin? Ja, als der Fallschirm aufging. Sonst so hat man es leider nicht gesehen. Aber das war so schnell. Krass. Aber es hat richtig Bock gemacht. Krieg sogar Gänsehaut. Ey, ohne Scheiß, hätte ich nicht gedacht. Ja, guck. Der war super entspannt, hat gesagt, hier und da, und dann guck mal hier und so. Das ist total gut. Würdest du es nochmal machen? Ja. Ja? Ja, würde ich nochmal machen. Und du willst es auch hinkriegen. Würdest du, das ist nicht. Diese erste Nervosität, du denkst, scheiße, aber du springst raus und dann, du bist so damit beschäftigt, irgendwie zu gucken, dann ist der mit der Kamera vor dir, das schnallst du in dem Moment gar nicht und dann geht schon der Fallschirm auf. Ja, guck das mal. Waren 40 Sekunden, ich dachte, das wären 10. Ja, das meinte ich auch gestern noch zu dir, weißt du noch, wo ich gesagt habe, das ist so ein Fingerschnippen und dann sind die 40 Sekunden vorbei und du dachtest dir, boah, 40 Sekunden sind so endlos lang. Ja. Aber, siehst das du? Das ist nicht, das kommt einem überhaupt nicht so vor. Und er sagte so, ja, man soll die Brille richtig festmachen. Ich dachte, die wäre richtig fest. Ne? Und ich habe versucht, die wieder drauf zu machen, aber der Wind, der war so krass, dass das gar nicht ging. Wie war das Gefühl dann beim Springen, so nachdem du geschrien hast? Wie alles war das so? Alles nichts, weg? Alles so, boah, krass. War geil, war richtig geil. Gefühl, zu springen? So? Ja. Ja, das Springen selber war scheiße, aber... Dann war es ein richtig geiles Gefühl. Ja. Ja, guck mal. Wie ich es gesagt habe, du wirst es lieben. Ja, aber das wäre bei dir genauso. Ja, wer weiß. Einfach buchen, so wie ich. Ja, du wirst, ich hab noch gesagt, du wirst es lieben wahrscheinlich. Oh, so aber das war verrückt. Geil. Aber die Ohren tun weh, ey. Ja, das ist normal, ne? Da ist ja auch ein bisschen was anderes. Das macht man ja auch nicht jeden Tag. Nee, aber war geil. Geil, das freut mich, super. Bin richtig stolz auf dich. Respekt. Ich auch auf mich, ey. Hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht. Einfach mal. Ja. Ich würde es nochmal machen.